Direkt in Stefan und John Video, weil ich muss jetzt hier mein Skier verputzen und meinen Apfel. 50 Minuten, Stefan und John. Ich habe zu danken. Und wie ich zu danken habe, Digga, 50 Minuten, das ist ja dieser andere Content. Halber Blockbuster, das ist wirklich schon, das ist schon eine Serienlänge. Einen wunderschönen guten Morgen aus Orlando, Florida. Und auch noch aus Amerika. Wir haben es 8 Uhr morgens, strahlenblauer Himmel. Wird richtig schöner Tag wahrscheinlich. Ja, schön heiß. Ja, schön heiß. Ja, ist ja bekanntlicherweise nicht immer schön, haben wir hier bemerkt. Also der Tag ist damit auch, kann damit auch sehr schnell zu Ende sein. Aber heute wird es nicht so sein. Wir sind hier vor unserem Hotel. Hinter uns sieht man diesen ziemlich großen Klotz, in dem wir wohnen. Wir wohnen ganz oben in der 12. Etage, haben eine wunderschöne Aussicht. Und jetzt gehen wir mal eben in die Lobby rein. Sind wir auch bisher nur einmal gewesen, und zwar als wir eingecheckt sind. Ja. Hier hinter mir ist die Rezeption. Ja, der Grund, warum wir hier drin waren, wie gesagt, zum Einchecken. Ja, was wir noch nicht so benutzt haben, hier die gemütlichen Sofas. Ja, gemütlichen Sofas. Und wenn wir weitergehen, ja, sind hier viele, viele Sofas. Da hinten ist noch irgendwie so eine Lobbybar. Und ja, dann geht man hier durch, kann man nicht so viel zu erzählen erstmal. Was meinst du? Kurz Geduld. Mit wann kommt heute Fußball? Da vorne ist ein Geldautomat, den haben wir auch benutzt, auch am ersten Tag, als wir hier eingecheckt sind. Dann haben wir hier noch so eine Spielhalle und hinter Stefan, hinter der Kamera, ein Café und Marketplace. Auch mal die Spielhalle jetzt besuchen. Ja. Jetzt zeigen wir den Pool, wo wir noch nicht drin waren. Ich hoffe, ich finde den Weg. Sag ich schon auf Deutsch Dankeschön, ey. Ja. Hier ist der Pool. So, und dort ganz oben, nicht ganz oben, in der 12. Etage ist unser Zimmer. Ja, das ist richtig schön hier. Wenn man natürlich hier auf die Geräuschkulisse achtet, das ist kein Wunder, es ist ein bisschen lauter, weil genau hier verläuft die Interstate 4. Bisschen neben der Autobahn klatschen. Wir sind so froh, dass wir so nah am Freizeitpark wohnen. Und direkt hier gegenüber kann man es irgendwo sehen, dieser Vulkan, ist der im Bild. Nee, kann man gar nicht sehen, ist gerade ein Schild vor. Da ist nämlich der Universal Badepark. Wie man da hinkommt, weiß ich noch gar nicht mal. Was ich auf jeden Fall weiß, ist Folgendes. Woher soll ich wissen, was er weiß? Was weißt du denn? Vielleicht, dass es Vulcano Bay heißt? Oder? Nee, dass jetzt der Vlog losgeht. Na, woher soll ich das denn wissen? Sonst Haare sehen echt voll nass aus. Moin, Tobi. Vielleicht, Nico, vielleicht. So, und wir sind unterwegs im Auto, aber nicht auf dem Weg in die Universal Studios. Da gehen wir immer zu Fuß hin, weil wir da ja, wie gesagt, nicht so weit weg wohnen. Ja, und es geht nach Walmart, um erstmal ans Frühstück zu kommen und wir wollten ein paar amerikanische Süßigkeiten probieren, die wir nicht kennen. Und ja, dann sehen wir uns gleich. An der Ampel weiter geradeaus, dann an der nächsten beim Walmart. Abbiegen. Darf ich mir angucken, wie die Süßigkeiten fressen, und ich hau mir hier ins Gier rein. Richtig lecker. So, für mein Frühstück habe ich schon was gefunden. Den gleichen Salat, den ich mir auch letztes Mal gekauft hatte, als wir in den Everglades gewesen sind. Der Southwest-Style-Salat. Einfach lecker. Schön gut gewürzt und kostet, keine Ahnung, $4.74. Dann waren wir kurz in einer anderen Welt. Ja,
Ja, jetzt stehe ich hier vor dem Regal und muss mich noch entscheiden, was ich mir hier Leckeres aussuche. Lieblingsgebäck hier, diese Buttercroissants, haben wir schon im letzten Urlaub genommen. So, was wir noch sehr mögen, egal ob von Nestle oder nicht, es schmeckt einfach. Das ist diese Erdbeermilch bei mir. Und bei Johnny weiß ich gar nicht genau. Also ich nehme diese hier, die schmeckt einfach geil. Geil. Ich probiere jetzt mal Double Chocolate, weil ich die Sorte noch nicht kenne. Das ist geil, ey. Ich will Ihnen kurz zeigen, was wir so alles gefunden haben. Einmal Cinnamon, Sugar. Das ist also der richtige Vlog von dem Handy-Vlog. Ja, Puffs. Aber die zeigen jetzt aber nicht nochmal alles, wie die Süßigkeiten essen, weil das war ja schon im anderen Video. So Chips wahrscheinlich, keine Ahnung, wie die schmecken werden. Dann Chips als Fries oder Fries als Chips. Da bin ich am meisten bisher gespannt drauf. So Schokoladenkugeln, Whoppers. Aber verdienen die in Amerika eigentlich auch mehr im Schnitt als in Deutschland? Ich meine, diese gesunden Sachen sind halt voll teuer da, ne? Kann man, dass die alle fett sind, wenn die gesunden Sachen so teuer sind? Butterfinger? Keine Ahnung. Nochmal Chips. Honey Barbecue Geschmack. Popcorn dürfen auch nicht fehlen. Im Snickers Flavor. Dann hier so komische Gummistangen-Ropes, Rainbow Punch und zu guter Letzt schwedischen Fisch als Weingummi. Hoffentlich wird es davon nicht schlecht. So, wir haben bezahlt $44,95 für alles, für Frühstück und Süßigkeiten. Würde aufgehen wie ein Hefeteig, wenn es die Süßigkeiten hier gäbe. Ich glaube, die würdest du einmal essen und danach wär's dir egal. Glaube ich. Weil ich es wirklich sagen muss, was besser ist als alle Gummibärchen in Deutschland, sind diese Sour Patch Kids. Seitdem es die hier auch in Deutschland gibt, wenn ich mal Gummibärchen kaufe, dann kaufe ich die. Wenn ich mal noch eine Süßigkeit esse, dann ist das ein Schoko Fresh, weil ich den im Kühlschrank entdecke. Bei Schoko Fresh, da zählt dann die Regel nicht. So ein Eimer so ein Schoko Fresh, das ist so lecker. Auf geht's! Der Maxi-King ist auch geil. Ja, und wie immer gibt es ein Problem, das Auto wieder zu füllen. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wo wir irgendwas her. Ich habe gestern auch so gesündigt. Ich war gestern erst im Gym. Dann war ich eine Stunde auf dem Laufband. Und dann war ich abends noch Badminton spielen. Habe ich laut der Uhr irgendwie so 1300 Kalorien verbrannt. Mir so, okay, Digga, kannst dir heute mal einen Maxi-King und einen Schoko-Fresh können. Verstehe, ich dachte, wir würden hier obwohl. Warte mal, ist er das da vorne? Ja, ach, hab ihn doch schon gefunden. Mal gucken, ob es billig ist. Achtung. Nee, Janis, ich habe jetzt ein bisschen meinen Trainingsplan geändert. Ja, die YouTube-Zuschauer, wenn diese ganzen Talks drin bleiben, die werden dich so abfacken. Dann kommt wieder dieser eine Typ und schreibt, nee, was drückt denn der so auf Pause während des Videos? Ich denke, jetzt meine Beine gefühlt breiter als mein Oberkörper durch das ganze Fußballspielen auch. Deswegen habe ich jetzt Beintraining, lasse ich, glaube ich, jetzt so gut wie weg. Vielleicht noch einmal die Woche und mache jetzt, glaube ich, an einem Tag Rücken. An einem Tag, ich habe jetzt gestern nur Rücken gemacht, dafür mehr Übungen. Heute nur Arme, also Bizeps, Trizeps. Und mache morgen dann Brust und Schultern, um mal so ein bisschen irgendwie das zu splitten, weil ich will auch nicht, ja, keine Ahnung. Ich gehe nicht 3 Stunden ins Gym, das sind dann ungefähr 2 Stunden. 1 Stunde Krafttraining, 1 Stunde Laufband, aber das mache ich jetzt auch nur bis zum Sommer. Also, oder wenn ich sogar an dem Tag jogge, ich gehe halt manchmal nicht, einfach Schritte mache und bergauf, dann gehe ich so 1 Stunde aufs Laufband und wenn ich jogge, dann gehe ich halt 1/2 Stunde, weil da hast du ungefähr gleich viel Kalorien verbrannt. Ich wollte nur jetzt heute nicht aufs Laufband gehen zum Joggen, weil ich noch nicht weiß, ob wir heute Abend Fußball spielen gehen und dann wüsste ich, dass meine Beine nachher zu tot sind. Man darf es auch nicht zu ernst nehmen. Man soll da ein bisschen auf seine Ernährung achten, wenn man auch mit Sport was erreichen will, aber jetzt ganz selten mal was gönnen. Mir ist das auch aufgefallen. Also ich weiß nicht, wann ich mal das letzte so mal so ein fettiges Essen gegönnt habe oder so. Also einfach mal so Gyros mit Pommes oder so. Habe ich, glaube ich, wirklich, seitdem ich Sport mache, habe ich das nicht mehr gegessen. Das ist unser Wagen. Geil. So, kommen wir zum Frühstück.
Oh, es riecht schon so geil. Auf jeden Fall. Mein Salat hier, den ich mir gekauft habe. Da ist Türkei drauf, Käse. So ja klar, solange du in deinen Kalorien bleibst, kannst du essen, was du möchtest. Aber du musst ja auch trotzdem gucken. Und wenn du noch Fortschritte machen willst, dass du aber in deinen Kalorien deine Proteine erreichst. Wenn du halt Pommes frisst oder Chips, dann hast du eine Menge Kalorien weg, aber kaum Protein. Warum sind die beiden denn alleine unterwegs? Die sind in Amerika, Igatu, und Simone ist nicht mitgereist. Gewürzmischung hier mit... Da, gucken wir jetzt. Sportthema danach, Chat. Auf jeden Fall. Weil sonst ist es wirklich doof für ein YouTube-Video. Ich hab's ja schon mal gegessen zum Glück und ich hab mich da... Bin danach über Sport und alles reden. Jetzt erstmal Konzentration auf Stefan und John. Aber die Frage war natürlich noch, was man essen sollte, um schnell zuzunehmen. Nüsse. Double Chocolate. Nüsse wirklich Game Changer. Und geil und richtig lecker. Rühren, vermischen. So, ein bisschen Dressing. Oh. Ein bisschen ist gut, ne? Aber es schmeckt fantastisch. Das Problem bei mir ist, ich kann... Mal so ein bisschen Ananas ist doch jetzt kein geiles Frühstück. Ich meine, momentan frühstücke ich gar nicht. Immer mit leerem Magen ins Gym. So Ananas, ich muss auch sagen, von Ananas kriege ich immer so ein bisschen Sodbrennen. Sowas immer nur riechen, wenn ich selber esse. Dafür haben wir ja beide Türen aufgemacht. Also der Geruch, der Duft zieht so durch leider. Ja, das Dressing ist das, warum das so lecker schmeckt. Und dadurch ist das auch wieder gar nicht mehr gesund, der Salat, den er sich da reinhaut. Oh. Oh. Lecker. Lecker. Ja, ohne das Dressing wird er das nicht essen. Sehr gut schmeckt, schmecken mir dieses Ananas-Paket ebenfalls sehr gut. Nach Ananas. Das ist ja auch ein Überraschungssalat. Nachdem ich jetzt hier schon ein paar Schichten weggegessen habe, habe ich hier eine Tüte gefunden da drin. Und wie ich die irgendwas rauskriege, die jetzt auch voller Dressing geschmiert ist. Ich hatte mich schon gewundert, da ist dann noch sowas bei hier, so ein Crispy-Kram. Tja, so, jetzt kommt es erstmal da rein. Das. So. Weiter geht's mit dem Salat essen. War eine tolle Überraschung. Wir haben jetzt unseren morgendlichen Fußmarsch wieder angetreten, den wir jetzt 2 Tage nicht hatten. Das kommt mir schon total lange hervor. Als wir zum letzten Mal im Freizeitpark waren, obwohl es nur 2 Tage gewesen sind. Ja, wir haben zwar die letzten Tage einen langen Weg gehabt, aber nicht zu Fuß, sondern mit dem Auto. Also ist schon wieder ungewohnt. Klar, ja, das stimmt. Die leibliche Mutter. Wir haben eben mit Simone gerade telefoniert, ziemlich lange sogar, 40 Minuten. Ja, und wir haben ja mal so gehört, was in Good Old Germany los ist. Wetter ist ja sehr bescheiden, wie wir gehört haben. Regenwetter, Schnee war ja auch noch. Der Heidepark. Der Heidepark wollte ja eröffnen. Und, aber auf Instagram gesehen, die waren am Sonntag im Heidepark. Das heißt, da kommt bestimmt auch nächste Woche oder so ein Heidepark wieder. Ja, wie ich gehört habe gerade, ich habe es auch schon im Internet gelesen gehabt, hat der Park ja wieder zugemacht, weil Schnee gefallen ist. Ja, kein Vergnügen bei dem Wetter. Also ich sag, wir haben alles richtig gemacht, würde ich mal sagen, dass wir hierher gefahren sind. Wir haben jetzt ja schon den Sommer vorgeholt, würde ich mal sagen. Ich habe auch Simone gerade erzählt, viele denken ja. Weil da war auch so ein Trümmerbruch, ich bin aufgewacht, es war so hell. Mach so Rolle hoch, denk mir so, boah geil, voll geiles Wetter, nicht eine Wolke am Himmel. Mach mich so fertig, ich denke mir so, komm, kannst du nur im T-Shirt zum Gym fahren? Ich gucke so aufs Temperaturding, 8 Grad. Wir sagen in... Einfach Ende April, 8 Grad. Ein Video, habe ich wirklich schon Nachrichten bekommen, die auch ernst gemeint waren. Viele sagen, ihr müsst nicht in den Videos sagen, dass Simone zu Hause bleiben wollte, wenn ihr sie nicht dabei haben wollt. Also wir haben sie ja wirklich vorgeschlagen. Ich habe ihr auch gerade am Telefon gesagt, dass sie echt was verpasst hat. Dass ich gar nicht verstehen kann, wie sie das abgelehnt hat. Weil als sie da war, war Technik von Fahrgeschäften ja noch ganz anders. Und das ist ja jetzt alles wirklich realistisch. Wie leer da die Straßen sind, ne? Und haben wir ja gesehen an der E.T.-Ride und dann zum Beispiel an der Harry Potter-Ride. Also, dass man merkt, es ist natürlich technisch eine Menge passiert. Ja, es sind immerhin 20 Jahre dazwischen, als ich mit Simone zum letzten Mal hier war. Genau 20 Jahre. So, aber egal. Wir gehen jetzt zum Park. Ich freue mich schon total wieder
Ja. Das ist so süß und voll schön, wie sehr er sich auch noch dafür begeistern kann, ne? Stefan ist irgendwie, wie alt ist der? Mitte 50? Kann sich voll für so einen Freizeitpark begeistern. Und hoffen wir mal, dass es auch nicht zu heiß wird. Hä? Ja, unser Weg führt uns hier wieder an der Interstate 4 entlang. Und nach den ersten Metern merkt man schon, was uns in den letzten zwei Tagen, als wir unterwegs waren, ein bisschen entgangen ist, da wir ja mal in der Kühle des Autos saßen. Es ist nämlich wirklich ganz schön warm. Es ist wirklich hochsommerlich. Wir haben, glaube ich, jetzt schon wieder an die 30 Grad, das haben wir so geschätzt. Und das Tolle ist auch jetzt für mich, der Park hat ja schon seit einer Stunde geöffnet fast. Und wir gehen ganz gelockert und war eben so lang. Das wäre in Deutschland ein bisschen anders, glaube ich. Da wäre man ja meistens immer schon da, wenn der Park gerade eröffnet. Ja, wir haben aber auch noch keinen einzigen Tag komplett von Anfang bis Ende durchgehalten. Also es ist nahezu unmöglich. Der Park hat hier aber ja auch länger offen. Also, aber insgesamt die Hitze, die Fülle, das hält man einen ganzen Tag nicht aus. Das stimmt, im Rennen ist es gerade grün. Nein, das ist doof. Nein, nicht doof. Man muss nicht lange warten hier an der Ampel. Was ich sagen wollte, aber hier zu warten an der Ampel, das dauert Ewigkeit, das weißt du ja. Was ich da mal sagen, da war noch 15 Sekunden Zeit. Sagen wollte, die Parköffnungszeiten hier sind von morgens noch. Ach nee, das ist wie lange die rot ist, die Ampel, ne? Hä, sind die über rot gerannt? Die ist ja nicht grün. Ich dachte erst, die zeigt an, wie lange es dauert, bis die rot wird, aber die ist rot. Der Hitze zu rennen, das ist das Dümmste, was man tun kann. Aber hier zu warten an der Ampel, das dauert Ewigkeit, das weißt du ja. Was ich da mal sagen wollte, die Parköffnungszeiten hier sind von morgens 9 bis abends um 10. Also, wie schon sagt, man hält es wegen der Wärme. Ja, da hinten rennt die nächste. Wärme kaum aus. Von morgens bis abends im Park zu bleiben. Also wir schaffen es jedenfalls nicht. Und mir auch noch mal ganz kurz angucken, wie die angefangen sind zu rennen. War ja auch länger offen, also aber insgesamt die Hitze, die Fülle. Das hält man einen ganzen Tag nicht außen. Das stimmt, im Rennen ist gerade grün. Schon war noch gar nicht fertig mit Reden. Und Stefan sagt, ja stimmt, jetzt müssen wir rennen. Nein, das ist doch doof. Nein, nicht doof. Man muss nicht lange warten hier an der Ampel. Was ich sagen wollte. Reicht. Bei der Hitze zu rennen, das ist das Dümmste, was man tun kann. Aber hier zu warten an der Ampel. Zehnmal das gleiche Schreien, Digga, bis einer lacht. Da müssen wir mal gucken, wenn ich wirklich häufiger jetzt mittags streame. Shadow ist halt arbeiten. Juri weiß ich gar nicht, ob der arbeitet. Und Acro ist glaube ich noch am Pennen. Also, vielleicht müssen wir mal gucken. So, kurze Pause mit Laufen. Ja, Juri Dortmund-Fan ist, sehe ich mal stark davon aus, dass der nicht arbeiten geht. Laufen eigentlich, aber trotzdem laufen wir weiter. Geht ein bisschen schneller. Wir haben gerade die Sicherheitskontrolle hinter uns gebracht. Ist hier so im Park so. Wie im Flughafen. Man wird da auch kontrolliert, muss durch den Ring laufen. Seine Sachen im Kasten abgeben und wie im Flughafen ist ja auch so ein Laufband. Geht aber richtig schnell, die Sicherheitskontrolle dauert wenige Sekunden bloß. So, jetzt kommen wir zum Universal City Walk, wo man dann sieht und merkt, wie voll es ist. Stell einfach Big Mac ein für 1,7 den Monat. Herrlich. Die Frage ist jetzt, welchen Park das ist eigentlich Einheimische oder sind das alles Touristen? Universal? Ja. Ich weiß nicht, ihr habt so einen Freizeitpark so vor der Haustür.
Ich habe irgendwie gerade nochmal Lust, auch die alten. Aber gut, ja, vielleicht gibt es da eine geile Jahreskarte oder so vom Preis her, wie die es dann lohnen würde. Rides zu fahren, ET und so, auch wenn sie technisch wie überholt sind. Ich finde es irgendwie sehr interessant. Weiß gar nicht, wohnt hier jemand in der Nähe von den deutschen Parks? Von Heidepark oder Moviepark? Also, die sind jetzt auch nicht so weit von mir entfernt, aber wenn man so jetzt, angenommen, man würde wirklich so 2 Minuten, 3, 4, 5 Minuten davon entfernt wohnen, ob man da dann häufig hingehen würde oder ob man das gar nicht mehr sehen kann. So. Zu sehen, wie das Ganze hier angefangen hat. Vor allem, weil ich noch nie so gute Bahnen gesehen habe wie hier. Also, wie gesagt, Harry Potter, erzähl einfach ein Meisterwerk. Und deshalb würde ich gerne nochmal ET fahren, weil das quasi so auch der Anfang ist. Ich glaube, das ist sogar die älteste Bahn hier. Ja, glaube ich auch. Von Nähe Frankfurt Hauptbahnhof, das ist gefühlt auch ein Freizeitpark. Komm, sind wir hier, haben wir auch schon jemanden Berühmtes entdeckt. Sogar aus Deutschland. Weißt du, dass man beim Phantasialand in der Nähe freien Eintritt hat wegen Lärm? Oha. Wir sind im Universal Studios Freizeitpark. Ja, den Drachenlord. Digga. Wenn selbst Stefan und John sich über den Drachenlord lustig machen oder dann... Also dann... Sagt einfach. Geil, Reen. Leider kann man diese Ride nicht filmen, weil sie fast vollständig im Dunkeln stattfindet. Ja, es ist inspiriert von der Szene, wo die da alle nachts mit dem Fahrrad durch den Wald gedüst sind. Ja. Und das haben sie auch genauso hinbekommen. Man wartet in einem Wald, in dem Wald, wo E.T. gesucht wird, oder wo er gefunden wird, besser gesagt auch. Dann kriegt man ein Passport in die Hand, muss seinen Vornamen nennen. Ist dafür da, weil E.T. am Ende dann alle Namen nennt von denen, die ihm geholfen haben, auf seinen Planeten zurückzukommen. Und das ist nämlich der Sinn dieser Ride. Man fährt auf einem Fahrrad, fährt durch den Wald und muss flüchten. Und hat E.T. vorne in seinem Korb drin. Und dann sieht man die Stadt von oben, richtig schön beleuchtet. Toll gemacht, ne? Ja, mit dem Sternenhimmel alles. Und es riecht da drin auch irgendwie sehr gut. Ja, sehr blumig. Ja, und dann ist man auf E.T.'s Heimatplaneten. Ja, das Coole daran ist, den sieht man ja im Film nicht, aber das ist genau so der Heimatplanet, wie Steven Spielberg den sich vorgestellt hat. Das stimmt. Man in Black ist das, oder? Ja, steht recht drauf. Remind Miss Nedwick that he's being banished to a prison colony, not cruising down the Cabo. So as you can see, we've got more alien bad guys. Aber diese Freizeit. Nee, wie nennt man das? Diese Achterbahn im Sinne von, dass man nur durchgeht und sich Sachen anguckt, das fühle ich auch nicht. Das ist ein Museum. Also vor uns hier läuft ein echter Held. Spontan. Wir haben jetzt eben gerade die Men in Black Ride gemacht. Eigentlich wissen wir von gar nichts mehr, weil ja unsere Gedanken nach der Fahrt gelöscht worden sind. Aber diese Person hier, die hat mal eben die 10-fache Punktzahl von uns erreicht. Men in Black ist so eine Ride, wo man in so einem Wagen sitzt und mit der Pistole Geister abschießen muss. Einfach ein Schwitzer. Aliens. Aliens, Entschuldigung, es waren Aliens, genau. Und ich habe hier den Europapark. Wo ist der Europapark? Boost, ne? Weiß ich gar nicht, ob ich da schon mal war. Ich glaube, ich war nur Heidepark, Moviepark. Ich war auch noch nicht das Phantasialand in Köln. Heißt die größte Mühe gegeben. Hatte 52. Aber ich bin auch, wie gesagt, ich bin eigentlich nicht so ein Fan von Achterbahnen, weil ich auch vor einer Menge Achterbahn Panik habe. So diese mit Loopings und so, wegen Höhenangst und so. Ich habe das ja erzählt, kurz nachdem es passiert ist. In Herrn Halloween, da war ich im Moviepark und da gab es eine Bahn, da hat man von außen nicht gesehen, was das für eine Bahn ist. Aber da sind so Kinder die ganze Zeit reingegangen. Und dann, ich war mit Maxi da und dann meinten wir so, ja komm, dann machen wir das auch. Und vor uns war ein Mann mit seiner Frau und die Frau war fast am Kotzen. Und wir dachten uns schon so, hä? Weil die sind gerade rausgekommen und der Mann hat sie so gezerrt, meinte so, komm, noch eine Runde. Noch eine Runde. Und ich guck so zu Maxi an, ich so, Digga, da sind doch gerade nur Kinder reingegangen, was ist denn das für eine Bahn? Weil die Frau war wirklich sehr, sehr blass. Und der Mann so, also sie wollte nicht mehr und der Mann hat die ganze Zeit probiert, sie zu überreden. Meinte er so, ja, komm, das sind nur Kinder, bla, bla, bla. Wir gehen da rein und das war erst, die Bahn hat so drinnen gestartet, das heißt, man hat nichts gesehen, aber man ist dann halt rausgefahren. Wir eher noch so, ja komm, aber wenn wir schon damit fahren, dass auch nach ganz vorne sitzen, lassen wir ganz vorne.
geht los so. Ich habe mir noch nichts dabei gedacht. Erstmal, wenn ich Achterbahn fahre, dann kralle ich mich richtig fest. Meine Hände krampfen richtig, weil ich so ein Schisser bin. Dann fahren wir und dann sind wir draußen und auf einmal sehe ich die Bahn. Überall Loopings, alles drum und dran. Alles drum und dran, Spiralen, Loopings. Und ich saß schon drin und ich konnte ja nicht mehr raus. Ich mag auch dieses Gefühl nicht von, dieses, dass man so nicht raus kann. Weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Dass dieser Bügel so eng sitzt. Das mag ich einfach nicht so. Aber es war wirklich, das war Horror, ne? Ich habe einfach nur ausgehalten. Das war so ein Überlebensmoment. So ein Moment, wo sich mein Körper aufs Überleben beschränkt hat, weil Maxi hat auch danach gesagt, er hat während der Fahrt mit mir geredet und ich kann mich an nichts erinnern. Und er meint auch, ich hätte auch nicht geantwortet auf seine Sachen und so, sondern ich habe mich einfach nur konzentriert, dass ich das irgendwie überlebe. Das war wirklich eine Nahtoderfahrung. Ja, also ich bin einfach ein Schisser, was so Achterbahn angeht. Aber ich weiß gar nicht, ob es nur mit der Höhenangst zu tun hat, aber ich glaube halt viel mit der Höhenangst, weil man guckt ja die ganze Zeit in die Tiefe und dann so, wenn man Looping schlägt und so, boah. Weiß nicht, das bringt mich, klar, dass der Moment danach, wo man es geschafft hat, ist natürlich immer ein schönes Gefühl, aber das lohnt sich für mich einfach nicht, wie viel Schiss mir das dabei macht, wisst ihr, wie ich meine? 50.000 Punkte erreicht, John nur 51.000, aber er hier 532.000. Das ist der Hammer, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Ja, der fährt das wahrscheinlich oft. Der fährt das wahrscheinlich oft. Dicken Respekt an den Fremden. Ja, und ist echt eine gute Ride. Man ist in diesem alten Film-Thema richtig gut drin, weil die Kulissen mal wieder stimmen. Der Wagen dreht sich während der Fahrt ziemlich schnell. Man schießt auf wirklich sich bewegende Figuren. Nicht wie auf Leinwände, wie im Heidepark zum Beispiel, wo es ja also auf Leinwand stattfindet. Wo lang gehen wir jetzt, Johnny? Ja, weiß ich nicht. Ein Highlight jagt hier das andere. Jetzt machen wir hier zum zweiten Mal diese Burn-Stentacular-Show mit. Mitmachen. Ja, es ist wirklich ein Mitmachen. Es ist für mich die beste Show, die ich jemals in einem Freizeitpark gesehen habe. Für mich die beste Show, die ich überhaupt gesehen habe. Ja, also es ist wirklich der Hammer. Hat das was mit Jason Bourne zu tun? Ja, man kann das natürlich nicht im Film festhalten, ist auch gar nicht erlaubt. Es ist einfach nur unglaublich, was hier passiert. Es ist eine Leinwand 180 Grad. Und es vermischt sich alles mit real auf der Bühne agierenden Leuten und Kulissen. Man hat in seinem Stuhl, wo man sitzt, das Gefühl zu fliegen, zu fahren und die Action hautnah mitzuerleben. Und die Filme, die zugrunde liegen, sind schon ein bisschen älter. Aber so laut, so ganz so laut schreien, die Leute gucken schon. Ja, macht doch nichts. Nur hier am Freizeitpark. Da ist, wie du hörst, Action angesagt. Macht doch nichts. Was soll ich jetzt sagen? So, und jetzt kommt eine unserer Lieblingsattraktionen hier, die Flucht von Gringotts. So, wir haben Single Rider gemacht, mit wenig Wartezeit. Wollen wir erst mal sehen, das hätte ich gerne gesehen, wie das aussieht. John abgeblieben ist, der ist ja schon vor mir gefahren. Da laufen aber wirklich eine Menge Panzer rum. Ja, bei mir in der Bahn hat einer gekotzt. Ich war's nicht. Also. Gekotzt? Neben dir saß oder was? Nein, nein. Wer also, war das? Ganz vorne. Warte mal eben. Nee. Komm! Ich erzähl! Das will ich jetzt wissen. Ja, genaue Details kann ich nicht nennen. Saß ein bisschen weiter vor mir. Also ich weiß jetzt nicht, was der gegessen hat, aber... Wo sah es denn aus? Ich hab's ja nicht gesehen, er saß vor mir. So. Wie war die Fahrt sonst so? Ja, lustig. Ja, von mir auch. So, eine kleine Erfrischung, was Kühles. Eine Sprite, bei Stefan auch, aber da gibt's auch was Warmes. Aber nur einen warmen Burger. Ein Angry Whopper. Wir fahren jetzt schon bei Burger King. Nie gehört den Namen. Man merkt, dass hier in den USA das Wochenende sich nähert. Heute ist Freitag. Es ist deutlich voller. Es ist auch wirklich ganz schön warm. Yes, sir. Warme Tomate. Angry Whopper. Mit Bacon, Salat. Ich finde das so eklig, wenn er jetzt in diese Tomate da reinbeißt. Digga, Tomate auf Burger. Das ist so eklig. Speck. Die Pommes sind geil. Ich weiß jetzt, was der Angry Whopper ist.
Da sind scharfe Zwiebeln drauf, Angry Onions genannt, Jalapenos und Pepper Jack. Jalapenos. Die Soße wahrscheinlich. Und es brennt ganz gut für einen Whopper, muss ich mal sagen. Also nix Quatsch, toll. Ja. Tomate nur mit Mozzarella, geil oder so. Am besten ist da noch so eine riesige Tomate drauf, so eine riesige Tomatenscheibe, die noch so grün ist in der Mitte. Heute Morgen, als wir hier im Park angekommen sind, haben wir ja die Man in Black Ride gemacht. Und ich war ja so beeindruckt von dem Mitfahrer bei uns, der so viele Punkte gemacht hatte. Ich habe gerade mal eben nachgelesen. Es gibt da, glaube ich, einen Trick. Also Junge, das hat ihn nicht ruhen lassen, dass da jemand so viel besser war, ne? Das Zehnfache von seinen Punkten, nicht mit Stefan. Da muss was nicht mit rechten Dingen zugehen. Wir haben immer jeden Schuss einzeln gemacht, immer so gedrückt. Und so einfach den Abzug gedrückt. Bestimmt erstmal zu der Rezeption gegangen, hat gesagt so. Der eine hat das irgendwie geschummelt. Lassen. Dann kriegt man deutlich mehr Punkte und trifft auch besser. Das werden wir nochmal austesten jetzt. Gehen wir also nochmal in den Park rein und fahren nochmal die Man in Black. Lässt dann nicht auf sich sitzen. Und nicht wieder alles vergessen, ne? Ich kann mir das merken. Ich bin ja kein alter Sack wie du. Unsere Erinnerungen wurden ja gelöscht mit diesem Stift. Wer den Film kennt, weiß, wovon ich spreche. Ja, ich würde mal sagen, das war wohl nix. Der Trick hat schon mal nicht funktioniert. Gescheitert. Wir hatten sogar noch weniger Punkte als... Sagen wir mal so, das gedrückt halten hat funktioniert, den Rest verschweigen wir lieber. Ja, genau, also... Der Typ wird nochmal aufgesucht, dann wird er zur Rede gestellt, der wird geknebelt, gefoltert. Er soll sein Geheimnis erzählen. Denn die Punktzahl war... Also doch nicht verschweigen. Ich hab's eh schon wieder vergessen, aber ich glaube, ich hatte so 20.000 Punkte weniger als vorher. Genau weiß ich aber nicht mehr. Naja, ist alles gelöscht worden. Ja. Und nun? Stefan angefressen, das war's mit dem Tag. Nun blitzdingsen wir uns mal lieber selbst, damit wir das schnell vergessen. Gibt's da vorne. So, der Johnny hat sich ja beschwert heute Morgen, dass wir noch nicht am Pool waren. Ja, nun sind wir drin. Nun sind wir drin. Ja. Es ist aber auch so warm, es ist geil erfrischend, oder? Ja. Schon wieder kalt. Oh. Ich sag, die Jugend von heute ist völlig verloren. Das Wasser ist wirklich warm. Das hat, ich sag mal, 28 Grad mindestens. Oh, hier ist das Wasser aber auch gelb. Ja, bei dir ist das Wasser gelb, in deinem Umkreis. Ich gehe mal lieber woanders hin. Nein. Also richtig herrlich. von der Straße, von dem besagten Autolärm, hört man gar nichts, weil man hier so ein schönes Wasser rauschen hört. Für viele Leute, die Spaß haben. Ja, richtig geil hier. Haben wir echt ein gutes Hotel für unseren Urlaub gefunden, würde ich mal sagen. Genießer, zwei Genießer. Man guckt euch das an, normalerweise wäre ein Vlog jetzt gerade eigentlich so fast vorbei. Und wir haben gerade mal die Hälfte geschafft. Oh, das ist der beste Tag. Beste Tag heute. So, schon unterwegs top. Wieder. Und aber nur ganz kurz. Naja, durch das, was man gerade gesehen hat, doch nicht so kurz. Der Weg normalerweise sollte 3-4 Minuten gehen, meinte Stefan. Zu einem Fastfood-Restaurant jetzt. 20 Minuten dauert, eine Viertelstunde oder so dauert das normalerweise. Jetzt müssen wir 14 Minuten länger fahren, durch dieses ganze Verkehrsaufkommen. Wo wollen wir hin? Ich kenne den Namen nicht. Wir wollen zu Disney Springs. Was das genau ist, es ist ein als Einkaufszentrum deklariert, aber es ist an einem See gelegen, da ist so eine Promenade. Ich kenne es auch nur von ganz früher, da hieß es noch Disney Downtown. Ich bin sehr gespannt und es soll dort sehr schön sein und wir haben gedacht, wir fahren da mal hin und das mal angucken. Da sind wir auch schon angekommen. Ich kam auf die damals durch ein Meme. Und dann ganz random habe ich so gesagt, Chat, wie heißen die eigentlich? Und dann haben wir irgendwann angefangen, einfach diese Videos zu gucken. Das ist jetzt, glaube ich, schon 3,5 Jahre oder so her. Und seitdem ist das einfach ein Muss. Auf der kleines großen Highlight Promenade der hier bei Disney Springs. Es ist der reinste Wahnsinn. Live-Musik, Läden, Restaurants. Das reiht sich alles hier aneinander. Tradition. Natürlich auch 1000 Leute hier. Erster Eindruck. Ich habe nur den Eingang gesehen. Ich bin aber auch generell jemand, der voll gerne so Vlogs schaut. Ich weiß nicht, ich finde Vlogs ist der niceste Content auf YouTube. Und ich kenne ja schon den City Walk in Universal. Also
Ich muss noch die Unterschiede so richtig feststellen. Live-Gesang hat ja schon mal Pluspunkte gemacht. Ja. Also ich freue mich echt, dass ich wieder hier bin. Das hat sich natürlich alles verändert. Ja, wird schon gut werden. Und wir werden eine tolle Abendstimmung hier haben. Da sind M&M's übrigens. Ja, schon gesehen. Riesiger Laden. Oh, die Szene kennt man aus dem Intro. Ja, 99 Euro, 99 Dollar für so einen scheiß Handschuh aus Plastik. Warte, ich muss erstmal den Griff dafür. Das ist Ant-Man, ne? Habe ich noch nie geguckt, die Filme. Ich weiß gar nicht, es sind doch mehrere Teile inzwischen, glaube ich, oder? Noch nie geguckt. Ja, hier die Training kann losgehen. Der war scheiße aus der Yoda. So, nun sitzen wir in einer Filiale, von der Stefan schon sehr lange schwärmt. Und zwar handelt es sich um Planet Hollywood. Und so viel wie ich noch überweise, ist, dass die Kette von Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone ist. Und ja, ich habe mir einen fetten Cheeseburger bestellt. Ich bin gespannt. Die Kette hat auch früher Bruce Willis mitgehört, aber ich glaube... Ich weiß nicht, ob die in diesem Urlaub schon was anderes außer Burger gegessen haben, außer an Subs. Und bei Subway waren die auch ein oder zweimal. Aber sonst... Aber der Titel heißt ja mal eben eine Pizza, das heißt, die werden auch noch Pizza essen. Hat sich erledigt, die Kette ist, die war früher ein ganz... Das war Star-Lord von Guardians of the Galaxy. Echt okay, sah aus wie Ant-Man. Vielen Städten, wir haben das früher gesammelt, die Plaketten, die man hier kaufen konnte. Und hier waren auch früher sehr viele Requisiten aufgestellt, die man aus Filmen kennt. Das ist, wie ich sehe, jetzt sehr wenig geworden. Ich muss ja mal genauer gucken. Es ist, glaube ich, nur der Name Planet Hollywood. Aber ich bin froh, noch mal wieder so eine Filiale besuchen zu können. Weil es, wie gesagt, schon seit Jahren keine Chance für mich gab. Ich habe mir auch einen Hamburger bestellt. Ich bin gespannt, wie die sind. Bestimmt gut. Schon wieder so dicke Tomaten da. Instagram ist auch schon gemacht und jetzt kann man sich lecker schmecken lassen. Pommes ist auf jeden Fall schon sehr geil. Ich glaube, das kommt in den Videos immer lauter rüber, als es eigentlich ist. Ich glaube, die können sich da schon relativ normal unterhalten, aber klar, da war es schon sehr voll. Und wenn es dann auch wieder so ein Schuppen war, gab es ja wieder alles. Da gab es ja auch Klamotten. Mitten in der Mitte sitzt man dann zum Essen. Ja, weißt du, ich finde jetzt, ist halt kein richtiges Restaurant so. Boah, da hätte ich geshoppt bei Lego. Voll geil aus da. Ja, so ist das hier abends im Hotelzimmer. Man liegt im Bett. Da hinten ist schon irgendwo zu sehen, zumindest teilweise. Und wir schauen uns irgendwelche Sachen an. Jetzt im Augenblick gerade ein Video von Simone. Und wieder so eine Pi mal Daumen Geschichte. Oh, die beiden vermissen Simone. Ich weiß noch gar nicht. Ich habe jetzt 3 Eier genommen. Ich hoffe, das ist ausreichend. Ja, und dabei gibt es ein kleines Feierabendbier, hätte ich fast gesagt. Also ein abendliches Bier. Ich hatte mir ein paar Dosen gekauft davon, immer noch was von da. Und dieses Busch-Bier, muss ich mal sagen, das ist wirklich lecker. Also eines der besten Biere, die ich jemals in den USA getrunken habe, auf jeden Fall. Ganz im Gegensatz zu diesem hier, dieses Becks-Bier, was hier in den USA gebraut worden ist, in St. Louis. Es schmeckt fürchterlich, muss ich mal sagen. Hat mit Becks-Bier überhaupt nichts zu tun. Oh. Und Kündigung flattert rein. Es ist auch kein Wunder, dass die Beliebtheit von Becks in den USA nach unten gegangen ist. Und zwar drastisch, denn das ist hier echt nichts Besonderes. Also kriegt man kaum durch den Hals, ehrlich gesagt. Dann lieber hier so ein Busch. Und schon wieder begrüßt uns in Sunshine State, Florida, ein neuer Morgen. Wir sind schon wieder im Park. Diese Reise ist ja, wenn man unseren Roadtrip damit vergleicht... Es schmeckt in Deutschland auch nicht.
Lass ihn das nicht hören. Ein bisschen anders oder ein bisschen sehr viel anders. Der Tagesablauf ist ja, wenn man die Parks besuchen möchte, eigentlich immer gleich. Nämlich, wie das immer gleich. Wir haben eigentlich sehr viel Abwechslung, würde ich sagen. Wir gehen mal in Islands of Adventure und mal ja. In die Würfel. Was vielleicht gleich ist, ist das Wetter, die Sonne. Ich meinte eigentlich jetzt, wir haben immer dasselbe Hotel. Wir frühstücken, dann gehen wir zu Fuß hier zu Universal hin, dauert ja eine halbe Stunde bekanntlich. Und dann ist man so bis mittags oder bis zum frühen Nachmittag im Park, bis man nicht mehr aushalten kann vor Hitze. Dann gehen wir wieder zurück, machen was anderes. Ja, es ist halt dann nicht so abwechslungsreich wie so ein... Das Shirt stinkt noch nicht. Einmal damit in den Pool rauskommen, an der Luft trocknen und zack, ist wieder wie neu. Roadtrip, aber... Einfach den Oberallmann-Move machen und mit T-Shirt in den Pool gehen. Wie diese Kinder, die immer Sonnenbrand hatten oder die Engländer im Urlaub. Man erlebt hier jede Menge. Was haben wir denn heute vor, Johnny? Ja, ich würde sagen, hauptsächlich die Achterbahn fahren, oder? Ja, wir wollen heute erstmal zum Island of Adventure Park. Da sind wir auch hier schon drin. Und jetzt gehen wir erstmal gucken, ob wir noch ein paar Rides finden, die wir noch nicht gemacht haben. Bevor wir dann wieder uns auf die Rides stürzen, die uns gut gefallen. Ja. Das ist der Plan. Wie, Erik, du warst so einer, wenn du das nicht lustig findest. Du warst so ein T-Shirt-Bader. So, das sind wir gerade gefahren. Dr. Doom 4 heißt das. Ist was von Marvel und man wurde da nicht wie bei so einem Freefall Tower fallen gelassen. Man wurde hochgeschossen und dann hat sich das so ausgependelt. Also war schon heftig. War heftig. Wie viele Achterbahnen gibt es da eigentlich? Und jetzt warten wir hier dreiviertel Stunde. Wie heißt aber die Bahn? Veloci. Es ist ein Jurassic Park Ride, also eine Achterbahn. Genau, und zwar die neueste aus dem ganzen Universal Park. Ich bin sehr gespannt. Sieht sehr gigantisch aus von außen, muss ich mal sagen. Ja, und von außen sah die Bahn wirklich sehr gigantisch aus. Und wir greifen jetzt mal auf Material zurück, das die Universal Studios ins Internet gestellt haben von dieser Fahrt, die man wirklich nicht filmen konnte, weil... Ja, man gar nicht die Möglichkeit hat, eine Kamera mit in den einen Teil des Wartebereiches zu nehmen, da man alles abgenommen bekommen hat. Also man hat es in locker getan, wurde nochmal durchleuchtet wie im Flughafen, aber dafür hat es sich gelohnt, seine Sachen abzugeben, denn es ist wirklich eine super Fahrt, also die beste Achterbahn im ganzen Park und hier sieht man auf jeden Fall die Beschleunigung nochmal ganz gut. Genau jetzt hier wurde nochmal beschleunigt zwischendurch und dann geht es nach oben. Dann hat man eine tolle Aussicht auf den ganzen Park, die man gar nicht genießen kann, weil... Ja, man so schnell wieder unten ist, so schnell kann man gar nicht gucken. Also muss man schon mehrmals fahren, um sich alles in Ruhe anzugucken, aber es ist wirklich super. Ja, und das Beste ist für mich gewesen, die Fahrt hier am Wasser vorbei. Und einmal geht es sogar, dass man denkt, man taucht mit dem Kopf ins Wasser ein, weil man jetzt hier an dieser Stelle gleich, muss gleich kommen, jetzt hier einmal kopfüber am Wasser vorbeifährt. Absolut genial, die Fahrt. Ja, man, hier ist die Fahrt auch leider schon zu Ende, aber echt super. Man braucht so einen Wartebereich durch. Also ich bin sehr begeistert gewesen. Wir haben es geschafft. Jetzt haben wir unser Pflichtprogramm durch. Das war jetzt die letzte Achterbahn, die uns noch gefehlt hat hier im Park. Und ich muss mal sagen, für mich war es auch die beste Achterbahn. Also man fährt wirklich eine längere Strecke über Kopf, wird mehrmals beschleunigt, sehr hoch. Ja, also ob es jetzt das Beste war, kann ich nicht sagen, dass hier so viele unterschiedliche Sachen gibt und ich das nicht vergleichen kann, weil ich glaube, was mir insgesamt am besten gefällt, ist einfach ja, die Harry Potter Rides. Ich mag das, also für mich ist es ja, das ist ja in Deutschland, wenn es so ist, nicht wirklich sehr realistisch. Ich mag diese Illusionfahrten, wo man im Geschehen, im Film drin ist. Okay. Was gibt's jetzt Leckeres? So, jetzt sind wir hier bei den drei Besen. Hier kann man was essen. Ich trinke hier nur was, weil
ich brauche erstmal was zu trinken. Wenn da halt so trocken wird, weil es draußen so warm ist, kann ich mich eh nicht auf Essen konzentrieren. Und dann kann ich erst recht nicht was Warmes essen, weil dann, ja, es ist ja halt wieder trocken. Und bei Stefan gibt es ein Bier jetzt. Oh, ja. Ja, und was wir zum ersten Mal jetzt machen, ist nämlich das, dass wir hier im Freizeitpark was essen. Das haben wir noch nie gemacht sonst. Und weil John ja Harry Potter so gefällt mit der ganzen Atmosphäre hier, haben wir gedacht, spielen wir auch ein Restaurant aus, was mit der Thematik. In dem Video waren noch 14. Die drei Besen kommt ja auch in Harry Potter vor. Wir haben uns einen Eistee bestellt und ich habe mir so eine, was war das irgendwann mal, Ribs und etwas anderes noch bestellt. Für insgesamt $28. Mein Dad ist das nicht, ne? Boah. Sieht kein Bier. Sehr gut aus, finde ich. Und auch der Eistee hier, sehr verlockend. Raspberry Taste, absolut lecker. Mais, so geil. Oh. Boah, Chat, ihr wisst gar nicht. Ich freue mich so sehr auf den Sommer, mal wieder einen Maiskolben auf den Grill hauen. Oh. Ich liebe ja Maiskolben. Und die passen auch total zu dem Essen, was ich hatte. Und für den Preis von, geil, das war mein Essen jetzt, glaube ich, $16 oder $17, kann man echt nichts sagen. Also dafür, dass wir im Freizeitpark sind, das Essen war auch wirklich total lecker. Es ist mal wieder soweit. Die Mittagshitze hat mit Kräuterbutter ihren Höhepunkt erreicht und wir werden jetzt uns auf den halbstündigen Heimweg machen durch die noch viel größere Hitze am Highway entlang. Ja, und die maximale Fülle ist auch erreicht. Das ist der Grund, warum wir jetzt zischen. Ja, heute Samstag ist es wirklich sehr voll heute. Spät, kommt Tobi, frei den Aufwand sein. Wir wollen auf jeden Fall ein bisschen den Pool genießen am Hotel. Scheiße Namen. Ein bisschen relaxen und dann mal sehen, was wir heute noch so gegen Abend unternehmen werden, wissen wir noch gar nicht so genau. Gibt so einen Maiskolben, wird das geisteskrank? Von welcher Marke, Henrik? Dann würde ich mir das mal holen. Wir dürfen gar nicht meckern eigentlich. Wenn ich jetzt so bedenke, wie ich jetzt gerade in Deutschland wäre, da wäre man über diese Temperaturen sicherlich. Da merke ich jetzt gerade auch, dass ich noch Hunger habe, ne? Nur ins Bier jetzt gegessen heute. Frieren kriegen. Und Sport gemacht. Falls der Frühling nicht doch noch eintrifft, oder? Ich rede lieber nicht, ich spare meine Kräfte. Und warum muss ich immer beim Leiden gefilmt werden? Video gerade der Sound? Werden. Weil du. Ich hab mich erschrocken, ey. Genau deshalb. Das Beste an dem Fußweg, den wir zurücklegen, finde ich immer diese Stelle hier. Wo mein Headset. Hier ist nämlich dieser, so ein ganzer Bambuswald. Alles mit diesen dicken Bambusstäben. Finde ich voll faszinierend. Bei mir ist es die Ankunft. Jojo, alles klein. Jetzt kommt die schlimmste Stelle vom Rückweg. Größte Hitze an Interstate, die wir gerade erreicht haben. Müssen wir noch ein neues Tabasco bestellen. Meins ist leer. Ich wollte vielleicht auch mal noch ein schärferes ausprobieren. Andere Tabaskos probiert, außer das normale. Ich kenne nur das grüne noch. Das schmeckt nach, das ist so Jalapeno-Geschmack, glaube ich. Aber es ist halt das milder eher. Just Spices, ah nice, das ich auch voll viel. Easy, danke dir, ich check das mal ab. Noch was zu sagen? Ich wollte vielleicht mal noch schärfer so ausprobieren. Unser Hotel war eben schon dort hinten in Sichtweite. Trotzdem haben wir uns entschlossen, hier vorne an der Ecke gleich, naja, was heißt gleich, in ein paar hundert Metern, da gibt es einen Walgreens, eine Drogerie. Geht immer auf, den ganzen Tag, was zu trinken zu kaufen. Noch was zu sagen? Die Racha-Soße ist besser als Tabasco, aber ist das dann schon richtig scharf? Ich möchte nicht zu scharf. Wird so wie Tabasco noch vielleicht einen Ticken schärfer, aber nicht viel schärfer. Ja, Cracky, das wäre nicht für mich die schärfste Soße, da wäre ich raus. Und da ist er schon. Wie eine Oase in der Wüste. Walgreens.
erzählt er nichts. Und zum Beispiel auf Pizza ist Tabasco schon inzwischen muss. Den nehme ich. Leckeren Orangen. Naja, nach Habanero so oder welch. Gekühlt. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Gut, dann geht's weiter. Es ist wirklich warm, muss ich sagen. Es ist ohne Schaf keine Pizza. Ja, Mann. Ich auch. Aber bei, man kann auch mal ohne Schaf. Ja, ich habe auch so viel Gewürze. Ja. Gucken wir jetzt gleich ab. Genau das Richtige. Und auf unserem Amerika-Roadtrip waren wir natürlich nicht in so einer Urlaubsmeile unterwegs, außer vielleicht einmal in Las Vegas. Und dementsprechend ist es auch gar nicht so schlimm, dass der Pool hier so voll ist. Und richtig Bock auf die Pizza habe ich jetzt. So voll in USA kannten. Da waren nämlich die Pools immer ganz leer. Das stimmt. Aber ich finde die Poolatmosphäre in den USA also richtig toll. Ich meine, die Leute. Was ist mit dem Bild passiert? Wie witzig. Jetzt ist gerade keine Musik da, aber die haben alle ihre Ghetto-Blaster mit und sitzen am Beckenrand und singen dann mit. Oder haben alle ihre Getränke da stehen. Fressalien haben sie sowieso mit dabei. Und ich finde es eine richtig schöne, relaxte Stimmung ist das hier. Sehr angenehm. Jetzt höre ich wieder Musik irgendwo. Da wurde wieder Musik eingeschaltet. Ist zwar nicht so mein Geschmack, aber ich finde, es passt hier sehr gut her. Naja, Udo Jürgens kennt die hier nicht. So, wir sitzen. Mach mal ein bisschen stiller an. Auto und gut erfrischt nach dem tollen Bad am Pool. So, was hat denn das auf Pizza Pflicht? Bruder, ne. Ne. Wie man inzwischen weiß, wenn wir im Auto sitzen, geht's nicht in den Park. Wir haben jetzt auch eine etwas weitere Fahrt vor uns. Ich guck mal nach, wie lange. Zack, das frische T-Shirt wieder angezogen nach dem Baden. Die dauert. Erstmal müssen wir die hier bestätigen. Ja, so. Schmeckt schon gut. Eine ganze Minute. Route nach 7060 International Drive starten. Aber zu ungesund. Zu Pizza Hut. Weiter Richtung International Drive, dann rechts Pizza abbiegen. Hut. Weil John nämlich den Ich sag ehrlich, Chat, Pizza Hut mit das overratedste Restaurant oder Fastfood-Kette, die es gibt. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist das wirklich so maximal scheiße. Geäußert hat. Auf International Drive. Generell so Pizza, so mega Fastfood-mäßig, das ist es auch einfach nicht. So eine gute Pizzeria immer viel besser. Warum müssen Frauen immer so viel reden? Links abbiegen, dann rechts abbiegen auf International Drive. Wie mit Simone. KFC kann schon was. Ja, wir vermissen eigentlich gar nichts im Urlaub, genau. KFC ist halt, die leben halt auch davon, dass es keine Konkurrenz gibt. Zum Beispiel diese Chicken Wings oder so, die es mal bei Mc's oder so gab, die kommen ja gar nicht ran an. Und so ein gutes Bucket von KFC. John hat Hunger auf Pizza und ich finde, die beste Pizza, die man in den USA essen kann, ist Pizza Hut. Und da. Alles klar, Digga. Warum habe ich gedacht, fahren wir zu Pizza Hut hin? Es ist wirklich. Das der ist Fall da vorne, andere das kann man, da kann man hingucken. Ich sehe es schon. Oh Mann, naja gut. Wir passen uns natürlich langsam auch dem amerikanischen Lebensstil an und erledigen jeden. Rechts abbiegen auf International Drive. Jeden Weg mit dem Auto. Wofür haben wir denn den Mietwagen? Erste Mal USA, weiß direkt, was die beste Pizza dort ist. Nein, Stefan war schon häufiger da. Die waren ja letztes Jahr auch da und mit Simone war ja auch schon ein paar Mal da. Vorne, wenn wir nicht zu Fuß entgegen können. 10 Sekunden später. Mal gespannt, was sie für eine Pizza essen. Du hast den Parkplatz deines Ziels erreicht. Ziel erreicht. Nein, das ist ehrlich. Ich sehe den heute eigentlich noch, wenn wir Fußball gehen. Ich kann nicht genau begründen, warum, weil ich noch gar nicht so viel gesehen habe, aber Stefan, der Experte hier, meint, wir sollten uns lieber einen anderen Pizza suchen. Machen wir das mal. Es ist so, als wir letztens im Westen unterwegs waren, da wollte ich auch mit John mal so einen Pizza Hut, weil ich da viel... Kennen die dich eigentlich? Ja, die wissen, dass ich auf ihre Videos reagiere. Wir haben uns jetzt noch nie gesehen. Wurde ja auch schon oft ein Crossover gewünscht, aber ich bin halt ein fauler Wichser. Aber wenn ich mal in Bremen irgendwann was sein sollte, dann vielleicht mal. Von geschwärmt hatte und haben wir so einen Pizza Hut erwischt, der, das war mehr so für so einen To-Go-Laden, wo man aber... Ich glaube, in Deutschland gibt es sogar inzwischen auch 3 oder 4 Taco Bell-Filialen, aber keine in meiner Nähe leider. Und jetzt haben wir hier wieder einen erwischt, da wo man seine Order da am Frontdesk
abgeben. Akitos, das sah auch nicht sonderlich nett aus da drin. Der nächste Pizza Hut ist eine Viertelstunde entfernt. Das Auto lohnt sich doch. Aber Tapas ist auch sehr geil. Alleine so diese Datteln im Speckmantel oder so. Boah. Nein, nur noch 6 Minuten. Warum, Digga, wo ist die Zeit jetzt schon wieder hin? Da fahren wir jetzt hin. Ja, Indisch ist auch sehr lecker. Ein Teil meiner Vorfahren kommt ja aus Indien bzw. Pakistan. Und deswegen gab es bei meiner einen Oma, bei meinem einen Opa gab es, die hat immer Indisch gekocht. Das war immer sehr, sehr, das war auch immer so lecker, aber auch kann schon gut scharf sein. Ja, da sind wir auch schon. Wir brauchen eine Uncut-Fresse. Das ist ja irgendwie das Tolle hier in den USA. Da gibt es jede Fastfood-Kette mehrmals in der Umgebung. Also, das so toll ist. Besser ist. Es soll wohl nicht sein. Dieses ist so ein Laden, von dem ich eben gesprochen hatte. Pizza Hut ist eigentlich nur für To-Go. Kann man sich seine Bestellung abholen. Dann fahren wir halt zu dem zurück, wo wir eben gewesen sind. Dann, ja gut. Besser als nichts. Route so nach 7060 international Drive starten. Der will unbedingt seine Pizza. Weiter Richtung Dr. Philips Boulevard, dann rechts abbiegen. Boah, geil, jetzt spricht sie wieder. So lange. Wieso kann John nicht einfach einen Burger bestellen oder Hunger auf Burger haben, wenn man in den USA ist? Nur weil, Ärger. Weil du ebenfalls Bock auf Pizza hattest und wir Thema Fast Food bis jetzt fast nur Burger gegessen haben. Ja, hast ja recht. Ich wollte ja halt einen guten, richtig guten Pizza Hut präsentieren, so wie ich ihn eigentlich kenne in den USA. Gut. Wo geht's direkt mal nach dem Rezept? Gibt's nur so einen halbguten jetzt. Den Parkplatz deines Ziels erreicht. Ziel erreicht. Ja, ich glaube, bei sowas fehlt. Kurz gehen kann. Ja, aus so 10 Sekunden sind 20 Minuten geworden ungefähr, weil wir ja zweimal noch einen 10-Minuten-Weg gefahren sind. Und wir haben gelernt, wie schwer es ist, einen guten Pizza Hut hier zu finden. Einen guten Pizza. Mal gucken, vielleicht ist dieser ja auch erträglich. Ja, müssen wir, können wir erst bewerten, wenn wir gegessen haben. Ja. Also, auf geht's. Jetzt haben wir hier drin schon mal unsere Bestellung. Ich muss gerade lachen, weil schon seine Flasche nicht aufkriegt. Hier gibt's noch ein Problem. Ich glaube, der Deckel ist irgendwie. Nee, der Deckel ist bei dir genauso. Also, wir waren ja im Pool und ich habe noch diese weiche Haut. Und weil du hast genauso einen Deckel. Versuch das mal bei dir, warte. Darf ich einmal? Das probiere ich gleich. Ja, bei dir geht das einfach. Guck, da geht's auch. Okay. Ja. Aber warte, versuch mal an meiner Flasche. Guck. Warte, oder kriegst du jetzt einfach? Nee, versuch mal. Und wenn das jetzt schafft, dann habe ich schon genug gedreht. Ja, Noah, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Parker-Käse. Ob es das sein muss. Was damit zu tun, dass heute der 1. April ist. Das hier ist der Game Changer, Digga. Aber da muss man auch tief in die Tasche greifen. Trockenfleisch. Was ich sagen wollte, war folgendes. Wir haben jetzt unsere Pizza bestellt. Eine große Pepperoni Lovers. Die teilen wir uns. Dauert 15 Minuten bis 20 Minuten, so ungefähr hat sie gesagt. Getränke haben wir schon. Stefan kann ja mal erklären, 15 bis 20 Minuten ist kein Fastfood mehr. Ja, Pepperoni ist eigentlich nicht die Pepperoni, sondern das ist Salami oder, ja, Salami. Pizza Salami ist das. Und ich freue mich schon sehr darauf. Und ist doch gar nicht so schlecht hier. Ist sogar ganz gemütlich. Was freust du dich schon wieder? Nee, da kann ich noch was erzählen. Und zwar, als wir bei dem anderen Pizza Hut waren, das ist oft so, wenn es draußen so Sonne knallt und man in einen Raum geht, ist es oft genau wie mit einer Kamera. Es ist noch so, man sieht nicht alles so genau, also es ist vieles dann noch so dunkel, weil du dich auch erst ans Licht gewöhnen musst. Und als wir in den Pizza Hut reingegangen sind, ich habe ja die Tür aufgehalten, habe mich dann schon ans Licht gewöhnt, also bei einem anderen, wo wir hingefahren sind. Und als Stefan dann auch so halb reingegangen ist und dann gesehen hat, so, oh, ist ja to go, da war ein Mitarbeiter, der hat ganz freundlich Hallo gesagt. Stefan ist da rausgegangen und guckt er mich so traurig an. So. Ich habe den Mitarbeiter gar nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, da gibt es nur so einen Tresen und nicht mal so einen Nottisch. Ich bin gleich wieder rausgegangen. Jetzt sind wir hier und freuen uns. Ja, was ich mich immer mal frage. Leute, sag mal her. Hut heißt ja nicht auf Englisch Hut, aber hier bei Pizza Hut soll das Rote hier ein Hut sein. Ah, nein. Stefan schüttelt mit dem Kopf, aber
Er könnte es ja wenigstens mal hier auf der Packung zeigen. Das heißt Pizzahütte. Das ist aber keine Hütte. Ach, das soll das Dach sein? Ja. Die Dächer sind ja auch immer rot. Ach so. Ja, kann man sich doch mal fragen. Ist doch eigentlich ganz in Ordnung. So, Pizza ist leider nicht so groß. So. Stefan möchte anscheinend jetzt. Immerhin viel Salami drauf. Spaß. Wir machen Hälfte, Hälfte. Haben wir in Frankfurt ja gelernt. Da haben wir auch eine Pizza gegessen und im Flughafen. Und haben auch eine große genommen und die uns geteilt. Ich habe ja nun schon gelernt, dass man die Pizza mit der Hand isst. Ein Nachteil bei dieser Pizza ist aber, dass sie... Wir sollen auch so essen. Boah, die ist fettig. Die ist ordentlich fettig. Nee. Ja, bei Rewe habe ich 3,20 Euro bezahlt. Dafür gibt es dann doch das Besteck. Aber ist halt vom... Tut mir leid. Proteinkalorien. Ich fühle mich wohl damit. Verhältnis so. Sehr stark. Es ist noch sehr heiß. Ich ja auch, also geht das. So ist man, Stefan. Ja, wir fahren jetzt in die Abenddämmerung rein. Nicht nur der Himmel wird deshalb rot und gelb, sondern auch auf unserem Navi die Straße, weil es sich schon wieder staut. Immerhin müssen wir bei Fast Food nicht so Trinkgeld geben. Wir fahren jetzt nach Celebration, haben wir zumindest jetzt als Hauptziel vor. Wer weiß, vielleicht ist ja nichts Neues, wenn mal alles nicht wie geplant läuft. Und ja, an dieser Stelle beenden wir das Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es gerne liken, uns abonnieren und dann tschüss. Tschüss. Mann, ging das schon wieder schnell jetzt. Man in den Fastfood-Läden in den USA auch so Trinkgeld? Da wird man doch gar nicht richtig bedient.